Und damit herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Bussimulator auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge. In der letzten Folge sind wir die Linie 50 gefahren von Friedenskogel nach Steineck Ost. Und heute geht's vom Fischgrund in die Römerstraße. Bevor wir das Ganze machen, müssen wir mal gucken, ob wir noch ein paar Assfahrer hier einstellen können. Denn diese fehlen uns ja noch. Schauen wir mal, Angestellte. Ob es für uns hier was gibt. Angestellte Bewerbung. Da haben wir hier zum Beispiel schon mal einen Assfahrer gekauft. Wo ist es denn? Ach, dieses Menü müssen die echt besser machen. Ich sehe nichts hier. Wo bin ich denn hier? Hier haben wir noch einen Assfahrer. Sonst haben wir nur noch Lehrlinge. Die helfen mir leider gar nicht. So, dann werden wir die nächste Linie hier abfahren. Was wir machen können, ist, dass wir hier die erstmal abziehen. Nee. So. Die zumindest hier schon mal aufsetzen. Fahrer zuweisen. Fünf Assfahrer. Haben wir drauf. So, dann fahren wir jetzt zu Fischergrund. Rundfahrtmodus. Ich guck mal nochmal. Fahrer im Rundfahrtmodus. Jawohl. Und dann würde ich sagen, los geht's. Nein, nationaler Feiertag auch noch. Ja, Folgen musst du denn natürlich nächste Woche nicht mehr gucken. So, das Problem ist, ich habe in der letzten Folge vergessen, ein Bild aufzunehmen, oder? Ich glaube schon. Nehmen wir mal hier einfach mal eine Haltestelle heute und dann passt das Ganze. Stimmt, das hat es ja geschrieben gehabt, dass er da schon eine schwere Krankheit hat. Ja, Thema natürlich von der letzten Folge Krankheit. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch besser geht, hoffentlich. Ja, das sind so Krankheiten. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass es halt einfach so eine Jugendkrankheit war, die ich da bekommen hatte und die einfach alles durcheinander gebracht hat, was nur geht. Damals war es das pfeifersche Drüsenfieber. Bekommt man eigentlich so im Jugendalter, ja, so ab 16. Und ich habe das echt mit 30 bekommen oder sowas. Das ist schon viel zu spät und das kann echt heftige Folgen haben. Und das hat es dann halt auch. Ja, das hat sich dann bei mir direkt aufs Herz gelegt. Und das war dann halt echt, wo du dir so denkst, so, boah, Alter, jeder Tag war mega anstrengend und du konntest nichts mehr machen. Es fühlte sich halt einfach so an, als ob du bist schon aufgestanden und warst schon triefend nass gewesen. Weil du dich halt dann so überanstrengt hast, obwohl es halt ein ganz normaler Gang ist halt, ja. Und halt all solche Sachen, ja, und das ist natürlich... Echt, wo ich jedem sage, also das wünsche ich keinem. Sowas, ja. Aber nun gut. Wie gesagt, jetzt seit über einem Jahr funktioniert es denn, wo ich dann eigenständig die Tabletten abgesetzt habe. Die Ärzte wollten halt, dass ich hier Tabletten nehme, wie von einem 50-Jährigen, verstehst du, so Herztabletten. Blutdrucktabletten und alles sowas, ja.
Und ich habe halt gemerkt, dass es mit den Tabletten nicht besser ging. Und habe dann halt einfach allmächtig denn entschieden, praktisch die Tabletten nicht mehr zu nehmen. Und seitdem geht es mir wieder besser. Also, das kann natürlich jetzt später mal Folgen haben, ne? Weil ich die Tabletten nicht genommen habe. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht im alten Sägewerk Party gemacht. Na du Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Aber man weiß es nicht. Da muss ich mich jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, überraschen lassen, was da jetzt nun so kommt. Ja, solche Sätze sind immer geil. Also mein Lieblingssatz von der Ärztin war halt einfach gewesen, ich weiß nicht, was Sie haben, wir können Ihnen nicht helfen. Dankeschön. Best ever. Ja, sie studiert, ja, sie ist, sie müsste eigentlich alles wissen, ja, sie als Ärztin. Das war nicht eine Schwester, das war eine Ärztin. Und dann sagt sie das halt so zu dir, wo du dir auch so denkst, so geil. Das freut mich. Ja, und bei meinem Vater war es halt selbst so nicht besser gewesen, ne? Also. Ach so, ja, das ist mit meiner Hüfte. Man hat bei mir jetzt auch irgendwie. Man hat bei mir jetzt Arthrose festgestellt in der Hüfte. Ja? Und die Ärztin meint: Ja. Sage so, mit dem Alter kommt's wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an meinem Job, ja. Sagt sie zu mir, na, Sie müssen viel Fahrrad fahren. Alles klar, als Postbote fahre ich eigentlich eine Menge Fahrrad, aber nun gut, kann ich mir natürlich auch nur einbilden. Ja, das ist ein... Aber guckt auch keine mehr danach. Ich habe keinen Folgetermin bekommen oder sowas, ja, dass da irgendwie nachgeguckt wird nochmal. Nein! Ist halt einfach so. Ich merke gerade, die Performance hier ist gerade ein bisschen heftig hier. Ja, aber wie gesagt, wollen wir mal nicht über Krankheiten reden. Ich glaube, ihr selbst da draußen wisst selbst alles, wie das so ist und der hat gesundheitliche Probleme, der LKW-Fahrer. Wahrscheinlich. Hallo. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall versuchen, das Ding hier, dass wir das zumindest im Januar vielleicht durchspielen. Ah, bezweifle ich fast. Es sind wahrscheinlich noch ein paar Aufgaben, die wir hier haben werden. Wie viel es jetzt wirklich sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß, es kommt noch ein paar. Aber ich gebe mir natürlich die größte Mühe. Nein. Schon wieder geblitzt worden. Wird es weiterhin erstmal so weiterlaufen wie bisher, dass wir so dreimal in der Woche dann halt den Bus-Simulator halt zeigen im Let's Play, damit wir das Projekt dann auch mal irgendwann beiseite packen. Aber... Dann heißt nicht hier Ende im Gelände, sondern ich will danach nämlich direkt denn im Anschluss, wenn wir das Ganze mit dem Bus-Simulator durch haben, schauen wir uns den Transim World mal an für die PlayStation 4 in 4K. Bin ich mal gespannt. Also die nächste Simulation auf der Konsole. Ich konnte es mir immer die ganze Zeit nicht vorstellen, ob das Ganze gut ist, ob sich das wirklich so gut spielen lässt. Aber der Bus-Simulator hat mich tatsächlich ein bisschen überzeugt, dass ich mir so denke, so Transim World kann jetzt nicht wirklich schlimmer sein. So, im Gegenteil, das Ganze wird ja direkt beworben, dass man das Ganze mit einem Controller spielen kann. Gehe ich mal stark davon aus, dass sie das halt relativ gut umgesetzt haben. Und das ist halt auch eine Transim-Simulator, gehe ich mal stark davon aus. Interessiert vielleicht den einen oder anderen von euch da draußen auch. Ist vielleicht da auch noch so ein bisschen am Überlegen, ob er sich das Ganze kauft oder nicht. Ne. Die sind voll? Nö. Aber die wollen nicht mit. Gut. So, er schickt mich jetzt hier natürlich durch die kleinsten Straßen. Das machen wir jetzt natürlich hier nicht hier. War das ein
erkunden. Ja, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall der Plan jetzt auf der Konsole. Mal gucken, vielleicht erwartet uns ja noch eine tolle Simulation auf der Konsole. Ich bin auch tierisch gespannt auf die neuen Konsolen. Ja, also PlayStation 5 und Xbox Scarlett. Wir schon fleißig am Geld sparen. Dass wir uns die Konsolen dann natürlich gleich zum Release auch kaufen sollen. Sollen ja dieses Jahr laut allen erscheinen. Jetzt hat man ja die Xbox Scarlett ja schon ein bisschen direkter vorgestellt. Und die hat auch ordentlich Power unter dem Po. Ja, also von daher könnte man davon ausgehen, dass das Ganze vielleicht mit dem Po-Simulator noch besser laufen könnte. Ja. Einfach mal abwarten. PlayStation 5 ist doch relativ ruhig. Man hat zwar schon so ein paar Sachen irgendwie mal vorgestellt, so wie in etwa die PlayStation 5 aussehen könnte. Aber wenn sie halt wirklich so aussieht, wie man es jetzt aktuell im Internet findet, dann ist sie richtig hässlich. Aber ich bin auch von dem Design der neuen Xbox jetzt auch nicht so wirklich angetan. Ja, also muss man da mal ein bisschen abwarten. Gab mal ein Twitter-Foto. Ja, die sieht so ein bisschen UFO-haft aus, oder? Aber ich finde es halt schön, dass alle Konsolen weiterhin auf dem Blu-ray-Laufwerk aufbauen. Ja, also das ist ja das Mindeste, dass man hier weiterhin... Ich meine, digital schön und gut, ja, aber lass irgendwann mal meinen Account knacken hier von Steam und dann ist es vorbei. Ja, dann gehen einfach mal 1600 Spiele einfach weg. Einfach weg, denn, wenn man meinen Steam-Account hat. Und ja, das wäre natürlich zu heftig, ja. Deswegen bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen der so sagt, so CDs sollten schon noch sein. Aber wie sieht es denn bei euch aus? So sagt ihr so, also digital reicht euch vollkommen aus, weil das vielleicht einfach zu hässlich ist oder zu viele DVD-Schachteln sonst wären? Ich meine, wo soll ich hier 1600 DVD-Schachteln hinstellen? Das ist eine absolut berechtigte Frage. Aber wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr gerne mal dazu mal in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet. Zum Beispiel den Bus-Simulator 16 habe ich auch nur digital. Weil dadurch gab es halt diesen Bus nochmal dazu. Den hast du nämlich so im Dix nämlich nicht dazu bekommen, wenn du das Ganze im Handel gekauft hättest. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Hi! Hi! Ja, und das sind halt tatsächlich nur die Spiele. Oder was sind das nochmal? 1300 oder so, was sind das? Also, ich habe zumindest schon also von Steam das Emblem bekommen, 1K. Ja. Das, was die YouTuber bekommen, wenn sie hier 100k haben, habe ich bei Steam mit 1k ja, an Spiele. Und gespielt hat er davon 20 in etwa. Das könnte hinkommen. Keine Zeit, wann soll ich das Ganze spielen? Ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, das tut halt weh. Und das sind halt wirklich nur Spiele. Da sind die ganzen DLCs echt noch nicht drin. Ja? Also da kommt ja auch nochmal eine ganze Latte dazu. Schon allein, wenn du den Train-Simulator betrachtest, Omsi betrachtest, ja. Ja, den. Kannst du auch nochmal gut Geld lassen. Und ich nehme es mir tatsächlich immer mal vor, also in der Woche. Tatsächlich denn immer so andere Spiele zu spielen, aber ey, ich schaff's nicht. Aus irgendeinem Grund schaff ich's nicht. Immer ist halt irgendwas, ja. Ich liebe die Sonne.
so. Hier, bitte. Na klar. Hier, hier bitte. Klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Klar. Haben alle gültige Fahrkarte, oder? Na klar, hier, bitte. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier. Kann man die Schwarzfahrer abschalten, ja? Wusste ich gar nicht, dass es geht. Muss ich irgendwie gemacht haben. Echt? Habe ich das drauf? Ich weiß das gar nicht mehr. Ob ich das Spiel tatsächlich auch drauf habe. Ah, es sind auf jeden Fall eine Menge, also die dazugekommen sind. Ich habe immerhin noch so viele Seriennummern von Spielen, die ich aktuell gar nicht spiele oder schon besitze, vielleicht schon durchgespielt habe. Ja, das ist natürlich, wenn du denn immer noch so Seriennummern hast, so, ja, das ist schon echt fies. So, damit haben wir die Fahrt auch abgeschlossen. Wiedersehen. So, schließen wir die Fahrt ab. Fünf Sterne mal bekommen, da ist doch schon mal was. So, gehen wir mal hier gucken. Jetzt können wir hier zumindest schon mal neue Fahrer aufsitzen. Nehmen wir mal hier die hier wieder weg. Damit wir in der nächsten Folge das nicht wieder übersehen, dass wir hier irgendwas hätten machen müssen. So, Fahrer zuweisen. So. Können wir gleich mal gucken, ob wir noch Assfahrer übrig haben. Und dann hätten wir es zumindest schon mal. Lisa van Helgen. Wunderschön. So, schauen wir mal. Angestellte. Gibt es neue Assfahrer für uns? Ja, unten haben wir da eine Lisa, haben wir. So. Shoot, Leute. Aber ich denke mal, wie es aussieht, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, wenn ihr mehr sehen wollt vom Bus-Simulator, unbedingt wieder einschalten. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Tschüss.